So, guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer AutoCAD-Webinar-Reihe. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute zu dem Thema AutoCAD-Tipps und Tricks. Die Hauptpräsentation wird von meinem Kollegen Carsten Senger gehalten, der hier rechts neben mir sitzt. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich werde Sie durch dieses Webinar begleiten. Ich werde am Anfang noch ein paar Sachen sagen. Ich werde auch im Hintergrund irgendwelche Fragen beantworten. Bevor wir beginnen, einfach noch ein paar Tipps. Also zögern Sie nicht, Fragen oder Chatfenster zu stellen. Ich werde versuchen, sie gleich live direkt zu beantworten, während hier Carsten die Präsentation anhält. Im Anschluss an die Präsentation wird es noch eine Frage- und Antworteinheit geben. Da können Sie dann auch nochmal fragen, entweder per Chat oder übers Fragenfenster oder auch, Sie können sich jetzt auch einwählen und über Audio die Fragen direkt stellen. Die Präsentation wird aufgezeichnet und steht dann später dann auch zur Verfügung zum Download, ebenfalls diese PowerPoint. Besuchen Sie die unten genannte URL, da ist alles drin. Sie erhalten aber auch im Anschluss an dieses Webinar eine E-Mail mit einem Link zu all diesen Daten. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das AutoCAD Forum aufmerksam machen oder insgesamt das deutsche Forum aufmerksam machen, das es seit letzten Sommer gibt. Und hier finden Sie dann auch über die AutoCAD-Produktfamilie hier oben, wenn Sie da draufklicken, auch noch eine Möglichkeit, ein Feedback für diese Webinarreihe oder dieses spezielle Webinar abzugeben. Sie können auch einfach diesen Link hier unten verwenden und dann kommen Sie auch auf diese Seite. Wir würden uns über jedes Feedback freuen. Ja, jetzt hier nochmal ganz kurz, eigentlich im ersten Rahmen links, im ersten Frame links ist eigentlich alles schon gesagt. Das Einzige, worauf ich noch hinweisen möchte, dass das nächste Webinar am 25. August stattfinden wird. Das Thema steht noch nicht ganz fest, wird aber auch rechtzeitig mitgeteilt. Hier auf dem mittleren Frame sehen Sie dann nochmal zwei Links. Das erste ist eben die Playlist, also die ganzen Webinar-Videos von YouTube, beziehungsweise selber die Downloads von dieses Videos und irgendwelche Skripte, PowerPoint und Beispielzeichnungen, die können Sie von dort runterladen. Im rechten Frame sehen Sie nochmal im obersten Link, wo Sie sich nochmal registrieren können oder einladen können. Sie selber haben es ja schon gemacht, sonst wären Sie nicht hier. Aber falls Sie den Link mal an Kollegen weiterschicken möchten, Freunde, Kollegen etc., dann verwenden Sie einfach diese Seite. Wie gesagt, es hat ein englischsprachiges Forum, aber seit letzten Sommer auch ein deutschsprachiges Forum, wo Sie dann eben Ihre Fragen stellen können oder aber auch Ihr Wissen teilen können. Falls Sie noch mehr Einfluss haben wollen über AutoCAD, wie sich das weiterentwickelt, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie am AutoCAD Beta-Programm teilnehmen. Es gibt eins für AutoCAD und eins für AutoCAD LT. Schreiben Sie an eine E-Mail, an diese E-Mail-Adressen jeweils und fragen Sie darum, dann kriegen Sie eine Einladung, dann können Sie da mitmachen. Und dann kriegen Sie die Beta-Version zur Verfügung und können dann mitdiskutieren und sagen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt, was Sie gern verbessert haben möchten oder auch neue Wünsche stellen können. Zum Abschluss, bevor ich jetzt noch ein paar abschließende Fragen noch stelle, noch diese eine Slide, falls Sie sie noch nicht kennen, das ist unser Autodesk Knowledge Network, knowledge.autodesk.com. Hier finden Sie sehr, sehr viel. Sie finden erstmal so Einführungsvideos, aber auch fortgeschrittene Videos. Sie finden Downloads zu Service Packs, Hotfixes und Updates, aber auch zum Beispiel Objekt-Enabler, um Komponenten aus AutoCAD vertikalen Anwendungen in puren AutoCAD ansehen zu können, zum Beispiel damit Sie Wände aus Architecture auch wirklich als Wände und nicht als Proxy in AutoCAD ansehen können. Wenn verfügbar, können Sie auch Language Versions runterladen, Sprachversionen. Zum Beispiel für AutoCAD gibt es das in allen möglichen Sprachen. Der rechte Button ist Fehlerbehebung. Da kommen Sie dann auf eine Seite, wo dann Sie nach Artikeln suchen können. Die hier im Support sind angehalten, zu
jeder Thematik, wenn es noch keinen Artikel gibt, einen neuen Artikel zu schreiben, der bei uns im Support aufsteht. Und wir haben da schon viele, viele tausend Artikel drin. Bin mir sicher, dass Sie sehr, sehr viele Fragen, die Sie haben, dort finden können mit einer entsprechenden Lösung. Außerdem können Sie auf dieser Seite eben den Kundendienst, also hier im Support, Anfragen, irgendwelche Anfragen stellen, ebenso für Sachen zur Installation, Aktivierung, Lizenzierung. Sie können Ihre Benutzerkonten von Ihrer Subskription verwalten, Software runterladen und Sie haben auch hier den Zugang zu den Foren. Ja, halt bevor ich beginne, möchte ich noch zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist dies Ihr erstes AutoCAD-Help-Webinar? Ja, 83% haben ihre Stimme abgegeben. Okay. Das ist jetzt das Ergebnis. Immerhin 13% sagen, ja, das ist die erste. Das freut mich ganz besonders. Neue Zuhörer, da freue ich mich immer. Und bei den 87%, die sagen, nein, das ist nicht erst das Webinar, da freut es mich auch ganz besonders, weil das heißt, sie waren wohl irgendwie doch zufrieden mit einem vorangegangenen Webinar und sind wiedergekommen. Vielen Dank dafür. Die zweite Frage, die ich habe, ist, welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, Architecture, Civil, irgendwas ganz was anderes. Ja, ich würde mal sagen, es ist bunt gemischt. 67% verwenden AutoCAD, 39% AutoCAD LT. Bei den 11% anderen, gut, das sind halt dann irgendwelche ja, Inventor zum Beispiel und solche Sachen, also nicht AutoCAD-basierende Anwendungen. Ja, freut mich, dass wir so eine schöne bunte Mischung haben. Und jetzt sind wir aber soweit, ich übergebe jetzt an Carsten Sänger zur eigentlichen Präsentation und melde mich am Anschluss seiner Präsentation bei Ihnen nochmal wieder. Bis dahin. So, ich hoffe, man kann mich hören. Ein herzliches Willkommen auch nochmal an dieser Stelle von meiner Seite. Was ist unser heutiges Thema? Das sind die Tipps und Tricks in AutoCAD. Ich habe ein paar Themen zu den Einstellungen in AutoCAD, zu Workflows und Produktivität und dann noch ein paar Dinge, verschiedene Dinge, die bestimmt interessant sind zu wissen oder zu kennen. Generell hoffe ich, dass Sie die meisten Dinge noch nicht kennen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass vieles schon bekannt ist, aber oft ist es ja so, dass ein Teilgebiet, wenn es neu ist, ein gewisses Aha-Erlebnis hat, mit dem es sich schon gelohnt hat, an diesem Webinar teilzunehmen. Ich wechsle mal in mein AutoCAD-Programm und zum Warmwerden würde ich jetzt einmal mit den Auswahlmöglichkeiten anfangen. Und zwar gibt es, das weiß jeder, in AutoCAD die Möglichkeit, einen Auswahlrahmen mit der Maus zu definieren, indem ich einmal klicke und nach rechts oder eine rechte, ja, nach rechts ziehe. Dann bekomme ich dieses Auswahlfenster hinterlegt in blauer Farbe. Wenn ich dasselbe auf die linke Seite mache, kriege ich ein Auswahlfenster mit grüner Farbe. Und der Unterschied bei diesen beiden Auswahlfenstern ist der, dass wenn ich Objekte auswähle mit dem blauen Auswahlfenster, dann müssen die Objekte komplett in diesem Auswahlfenster eingeschlossen sein. Also in diesem Fall wäre es dieser Stuhl, dieser Tisch und diese Wand, die ich damit auswähle.
tue ich das Ganze mit der grünen Farbe. Ich gehe mal hier rüber auf die linke Seite zu den Beschriftungen, da sieht man es ganz schön. Dann werden auch alle Objekte, die von dem Auswahlrahmen sozusagen geschnitten werden, aber eigentlich noch außerhalb liegen, werden in die Auswahl mit einbezogen. Das ist der Unterschied zwischen dem blauen und dem grünen Fenster. Sie können auch diese Auswahl erst ausführen, nachdem Sie quasi ein Kommando ausgeführt haben. Ich nehme einmal das Schieben-Kommando und ich werde jetzt aufgefordert, ein Objekt zu wählen. Normalerweise denke ich, okay, jetzt klicke ich da drauf mit einem Klick. Ich kann aber auch mit einem Fenster jetzt mehrere Objekte auswählen, genauso als wenn ich das Kommando noch nicht aufgerufen habe. Und was niemand oder ich wusste es vorher auch nicht, ich kann hier durch ein Buchstaben, zum Beispiel F für Fenster oder ja, F für Fenster, kann ich jetzt definieren, ich möchte eine Fensterauswahl haben, aber die ist immer aktiv, egal in welche Richtung ich mich bewege. Also die grüne Auswahl ist hier jetzt komplett weg oder ich habe jetzt der Schiebenbefehl weg, dasselbe für K, für Kreuzen, kreuzende Auswahl und jetzt kann ich quasi in jede Richtung eine kreuzende Auswahl erstellen. Wenn ich die Auswahl erstelle und einmal klicke, habe ich immer dieses rechteckige Auswahlfenster, lasse ich die Maustaste gedrückt, habe ich eine Lasso-Auswahl, was manchmal auch, je nachdem, ob ich rechts rumziehe oder links rum, dann eben die kreuzende oder das Auswahl oder das Fenster. Wenn es etwas komplizierter wird, wie hier zum Beispiel in diesem Bereich und ich möchte ganz spezifische Dinge auswählen, dann ist das Lasso-Fenster oft die bessere Wahl als ein viereckiges Fenster. Ich möchte bei der Gelegenheit auch unsere wechselnde Auswahl erwähnen. Die schalten Sie an und aus. Hier rechts über das Menüfenster wechselnde Auswahl muss natürlich dann hier, wenn sie angeschaltet ist, blau hinterlegt sein. Und wenn ich diese wechselnde Auswahl angeschaltet habe und ich ziehe über ein Objekt oder beziehungsweise über eine Stelle, wo zwei Objekte übereinander liegen, dann bekomme ich hier dieses kleine doppeltes Fensterchen bei meinem Cursor angezeigt oder bei meinem Fadenkreuz. Und wenn ich jetzt drücke, dann bekomme ich eine Liste angezeigt, welche Objekte sich denn an diesem Punkt genau überlappen und ich kann hier durch die Liste scrollen und sehe links die Vorschau, welches Objekt ich ausgewählt hätte und würde mir dann hier über einen Klick dieses Objekt auswählen. Eine andere Möglichkeit ist es, wenn ich einen Befehl schon ausgeführt habe, nehmen wir wieder diesen Schiebenbefehl und ich gehe jetzt hier auf diesen Kreuzungspunkt, wo ich vorher die wechselnde Auswahl hatte, kann ich mit der Tastenkombination Shift und Space oder Shift und Leertaste genau dieselbe Auswahlliste durchscrollen. Ich sehe nicht die Liste, aber ich würde durch alle Objekte, die an dieser Stelle übereinander liegen, durchscrollen, bis ich das Objekt ausgewählt habe, was ich gerne hätte. Wenn ich eine Auswahl erstellt habe, kann ich mit der Alt-Taste Objekte hinzufügen oder ich bin noch im Schiebenbefehl. Jetzt erstellen wir die Auswahl neu mit der Alt-Taste, durch Objekte hinzufügen, das ist voreingestellt und mit der Shift-Taste könnte ich Objekte aus dieser Auswahl entfernen. Ich sehe dann hier dieses kleine Minuszeichen und könnte meine Auswahl hier besser spezifizieren, so wie ich sie gerne haben möchte. Mit der Alt-Taste gehe ich wieder daher und mache ein zusätzliches Objekt in die Auswahl. Ein Tipp bezüglich der Ansichtsfenster. Hoppala, eigentlich sollte hier, das hat mit
zerstört. Muss ich nochmal die Zeichnung öffnen. Das ist die. Hier habe ich mein Layout. Das ist mir kaputt gegangen anscheinend durch eine vorherige Aktion. Ich habe ein Layout, in dem ich verschachtelte Ansichtsfenster habe. Ich kann jetzt hier im Grunde genommen das große Ansichtsfenster, die Objekte in dem großen Ansichtsfenster bewegen oder mich hier in diesem Ansichtsfenster hinein und heraus zoomen. Aber ich komme nicht durch einen Doppelklick oder auf den Rahmen oder in diese Zeichnung, in dieses zweite Ansichtsfenster hinein. Dazu müsste ich jetzt quasi einen Doppelklick außerhalb machen, müsste dieses Ansichtsfenster aktivieren, um trotzdem komme ich wieder nicht in dieses Ansichtsfenster hinein. Es gibt da einen Trick und der ist mit einer Tastenkombination im Layout Steuerung und R und damit würde ich durch verschachtelte Ansichtsfenster oder quasi der Reihe nach durch vorhandene Ansichtsfenster hindurch scrollen, Steuerung R und ich bin in diesem Ansichtsfenster, nochmal Steuerung R und ich bin in dem äußeren Ansichtsfenster. Das ist gerade bei etwas komplizierteren oder komplexeren Layouts eine schöne Sache zu wissen. Kommen wir zum einem Editierbefehl, wenn Sie zum Beispiel Objekte erstellen und neu anordnen, gibt es, Sie müssten zum Beispiel hier diesen Tisch und diesen Stuhl hier in diese auf die übrigen drei Seiten bringen. Haben Sie jetzt oder würde man jetzt normalerweise vorgehen, ich kopiere das Ganze, dann würde ich das, dann müsste ich aus dem Kopierbefehl wieder herausgehen, dann nehme ich das Rotierenbefehl, dann wieder rausgehen aus dem Rotierenbefehl, verschieben und so weiter. Und es gibt ein ganz tolles Werkzeug in den Express-Tools, das nennt sich Move, Copy, Rotate. Die Express-Tools sind sind Zusatzwerkzeuge für AutoCAD, die nicht übersetzt sind. Deshalb wird auf den Express-Tools auch in der deutschen Version alle Befehle in Englisch ausgeführt. Und dieser Move-Copy-Rotate-Prozess oder Funktion, die fügt mir in einem Befehl ein paar Befehle zusammen. Ich wähle jetzt mal den Tisch und den Stuhl aus und drücke dann Enter. Ich würde jetzt meinen Basispunkt definieren, nehme ich mal an dieser Stelle. Und jetzt kriege ich ein kleines Menü, das ich auch in der Kommandozeile unten sehe. Was möchte ich denn als nächstes mit meiner Auswahl machen? Möchte ich sie verschieben, kopieren, drehen, skalieren, den Basispunkt neu setzen, zurück oder raus aus dem Menü? Also um das jetzt den Tisch und quasi anzuordnen in diesen drei Segmenten dieses Kreuzes, würde ich jetzt hier erst einmal kopieren. Einmal nach oben, Enter drücken, dann ich bin immer noch im Kopierenbefehl, auf diese Seite bringen, dann einmal Escape drücken und dann komme ich wieder in meine Auswahlliste. Jetzt könnte ich das ganze Ding rotieren, jetzt wieder verschieben und das Ganze wieder kopieren und schon habe ich die Anordnung. Mit Exit komme ich da raus, habe ich mit einem Befehl mehrere einfache Editierfunktionen zusammengefasst. Der nächste Tipp ist zum Beispiel in einem Layout haben wir oft Text. Nehmen wir mal dieses. Ah, da ist es mir auch kaputt gegangen. Oder haben wir es hier? Ja, mir sind meine ganzen Layouts kaputt gegangen. Dann öffnen wir das eben auch nochmal schnell als neue Kopie. Und das ist dieses hier. Also wir haben in einem Layout oft Text und möchten diesen Text, um ihn besser lesen zu können, als Ganzes in Großbuchstaben darstellen. Wie macht das? Gibt es in AutoCAD ein ganz tolles Tool dafür, in den Texteditierungsprogramm für M-Text. Ich klicke doppelt auf den Text und habe hier meinen Text, den ich editieren möchte. Ich nehme mal Punkt 5, 6 und 7 und habe hier dann rechts oben einen kleinen Pfeil, der mir zeigt, ich kann die Groß- und Kleinschreibung ändern und würde das jetzt alles in Großbuchstaben umwandeln. Man sieht schon gleich das Ergebnis hier.
Die andere Möglichkeit ist über die rechte Maustaste, dann finde ich dasselbe Menü, ohne jetzt, wenn ich dieses Texteditierungs-, Textformatierungsfenster nicht aufhabe, komme ich hier auch alles in Kleinbuchstaben. Um an das Textformatierungsfenster heranzukommen, müssten Sie in, das ist jetzt eine gute Frage, Bernd sagt was, OK drücken. Um da ranzukommen, müssten Sie quasi hier, gute Frage, ich hatte es vorhin letztens offen, ich glaube das hier, nein. Ich finde es jetzt gerade nicht. Bernd, weißt du, wie man an das Textformatierungsfenster rankommt? Ich habe es aufgemacht, aber ich habe schon wieder vergessen, wie ich es aufgemacht habe. Wenn man es einmal aufgemacht hat, dann wird es immer erscheinen. Bitte? Ich werde es nachliefern, auf alle Fälle. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Gibt es eine Alternative, um mit Blöcken zu arbeiten? Oder Alternative nicht mit, um mit Blöcken zu arbeiten, sondern eine Alternative zu den Blöcken. Es gibt etwas Ähnliches wie Blöcke, etwas weniger komplex, was dafür gedacht ist, wenn Sie zum Beispiel mehrere Objekte gleichzeitig editieren möchten und als ein Objekt zusammenfügen und als ein Objekt verwalten. Und das ist dann im Grunde genommen die Gruppe. Sie könnten sozusagen aus diesen Objekten eine Gruppe erstellen und würden dann quasi hier nur noch ein Objekt haben, in dem es eben diese Unterobjekte gibt. Diese Gruppenobjekte, etwas direkt in die Gruppe hinzufügen oder auch entfernen. Ich würde das jetzt mal kurz demonstrieren. Ich gehe auf Übereinfügen, würde ich jetzt ein Telefonsymbol einfügen an dieser Stelle und würde eventuell noch einen Computersymbol an dieser Stelle einfügen. Um diese beiden Objekte der Gruppe hinzuzufügen, würde ich jetzt hier auf diesen Knopf drehen, schiebe das hier mal raus, dann ist es etwas größer, auf Gruppe bearbeiten. Und könnte dann sagen, ich habe auch noch einen Gruppenmanager, aber machen wir erstmal das Gruppe bearbeiten. Ich wähle die Gruppe aus und sage dann, möchte ich Objekte hinzufügen oder entfernen. Das mache ich mal mit hinzufügen, diese beiden Objekte und Enter bestätigen. Und jetzt, wenn ich die Gruppe anwähle, habe ich alle Objekte innerhalb dieser Gruppe. Äquivalent dazu würde ich eben die Gruppe auch, könnte ich Dinge entfernen und habe diese dann wieder einzeln als Einzelobjekte, während das die übrigen Punkte die Gruppe geblieben sind. Im Gruppenmanager sehe ich dann alle meine Gruppen und ich kann, wenn ich Namen vergeben habe für die Gruppen, die Gruppen eben suchen und dementsprechend auch hier Dinge hinzufügen über dieses Menü oder entfernen. Die Gruppe lässt sich auch ein- und ausschalten, und zwar ohne sie zu zerstören. Ich habe, wenn ich hier den Befehl Gruppenauswahl ausschalte, die Möglichkeit, auf die Einzelobjekte der Gruppe zuzugreifen. Ich mache den Tisch, ich verschiebe einfach mal den Stuhl hier auf diese Seite. So, und wenn ich die Gruppenauswahl wieder einschalte, sehe ich, hoppala, dann sehe ich, dass dieses Objekt nach wie vor innerhalb der Gruppe ist, aber ich habe es quasi als Einzelobjekt innerhalb der Gruppe bearbeitet. Kommen wir zu dem Befehl Abrunden und Phasen. Ich erstelle dazu mal ganz schnell 4 Linien. Gut. Der Befehl Abrunden, ich definiere mal den Radius mit ungefähr 25, der Befehl Abrunden
gibt mir, wenn ich das erste Objekt ausgewählt habe und auf das zweite Objekt gehe, ohne zu drücken, eine Vorschau, wie denn mein ausgewählter Radius dieses Objekt beeinflusst und wie das Endergebnis aussehen würde. Es gibt jetzt hier einen Kurzbefehl mit der Shift-Taste, hoppala. Darf ich jetzt nicht zu oft drücken, sonst denkt Windows, ich möchte irgendwas umstellen. Aber mit der Shift-Taste kann ich diesen Befehl quasi sozusagen umwandeln in einen Eck, in eine eckige Kante. Das heißt, ich sehe hier dieses Ergebnis und denke mir, nein, das gefällt mir jetzt doch nicht und ich mache jetzt hier eine eckige Kante daraus. Dasselbe Spielchen mit der Phase, wenn ich das erste Objekt auswähle und ich fahre über das zweite Objekt, dann sehe ich meine abgefaste Kante an der Stelle. Wenn ich Shift drücke, würde es mir eine eckige Kante oder eine eckige Verbindung zwischen diesen beiden Linien kreieren. Der nächste Tipp, den finde ich sehr gut zu wissen, und zwar, wenn man normalerweise einen Block auflöst, dann sind die ganzen Attribute weg. Wie mache ich das jetzt? Ich erstelle mal ganz schnell einen Block aus drei Linien. Ach, vier ist auch gut. So. Das Ganze nenne ich Test. Ich bestimme den Asis-Punkt am Bildschirm. Ich wähle mir die Objekte hier aus. Und ich möchte den Block gleich im Block-Editor öffnen. Die Zollangaben sind in dem Fall egal. Der Basispunkt soll die Mitte hier sein. Und jetzt müsste sich der Block-Editor öffnen. Voilà. Und ich füge diesem Block eine Beschriftung hinzu. Die nenne ich jetzt mal, soll heißen Testschrift. Die Eingabeaufforderung ist, Text eingeben und der Vorgabewert ist Kreuz. Die Texthöhe machen wir mal etwas höher, größer. Hoppala. Nein, hat er jetzt, jetzt bin ich rausgerutscht. Muss ich das nochmal machen? Also Text, nehmen wir das nur nochmal Test. Eingabeaufforderung ist Text eingeben und die Vorgabe ist Kreuz. Nochmal 25, okay, jetzt. Ich schließe den und speichere ihn. So, und wenn ich diesen Block jetzt einfüge, dann werde ich aufgefordert, hier mein Test am Bildschirm bestimmen, dann werde ich aufgefordert, meinen Text einzugeben und sage hier Kreuz 1 und dann würde das Kreuz 1 heißen. Wenn ich diesen Block jetzt auflöse mit dem Ursprungbefehl, dann habe ich hier wieder meine einzelnen Linie und mein Attribut, aber Kreuz 1 steht nicht mehr da, sondern das, was ich als Vorgabe oder als Namen für dieses Attribut eingegeben habe. Und jetzt habe ich viele Blöcke gesetzt und viele verschiedene Attribute definiert und ärgere mich, dass hier nicht mehr Kreuz 1 steht an dem Fall. Es gibt auch hierfür eine tolle Lösung, das sitzt in den Express-Tools und heißt Explode Attributes und beziehungsweise Burst. Und hier kann ich eben den Block wählen. Und mit der Enter-Taste bestätige ich es. Und jetzt wird der Block aufgelöst in die Einzelelemente und dabei der Attributwert für den Text, der dann entsteht, mit übernommen. Ist eine ganz tolle Sache, wenn man viele Blöcke hat, die einzelne Attribute definiert haben. Das nächste Thema ist, wie räume ich eine DWG auf, beziehungsweise wie vereinheitliche ich sie? Zum Beispiel, wenn ich diese DWG habe ich von einem anderen Büro oder von meinem Kollegen erhalten und möchte sicher gehen, bevor ich daran weiterarbeite, dass diese DWG sauber ist. Also gerade im Hinblick auf Farben und Layer
und liegen alle Objekte auf dem richtigen Layer und sind die richtigen Farben zugeordnet. Man könnte jetzt hier meinen, hier diese Toiletten sind auf demselben Layer wie die Treppe und dass die quasi zu einer Objektklasse dazugehören, was in dem Fall ja eigentlich nicht stimmen kann. Es gibt da schon einen etwas älteren Befehl in AutoCAD, der heißt ändern. Und ich kann jetzt hier meine Objekte wählen, die ich ändern möchte. Da würde ich jetzt einfach mal alle eingeben und habe alles selektiert. Wenn ich jetzt voilà, mit der rechten Maustaste ins Ansichtsfenster klicke, um das zu bestätigen, dann kriege ich hier meine Eigenschaften, die ich auch hier an meinem Mauszeiger dran kleben habe und kann dann jetzt sagen, was möchte ich denn eigentlich ändern bei allen Objekten gleichzeitig? Und in dem Fall wäre das jetzt hier, ich möchte sicher gehen, dass die Farbe aller meiner Objekte auf den Wert bei Layer gestellt sind. Oder von Layer, können wir auch auf Deutsch schreiben, versteht er beides, von Layer. Und wenn ich jetzt das Ganze bestätige, dann sehen wir hier, die Treppe ist blau geworden, weil der Layer von der Treppe eigentlich eine blaue Farbe hat. Ich mache das nochmal schnell rückgängig mit Steuerung Z. Hier sehen wir, es ist gelb, mit Steuerung Y springe ich eins vor und dann sehen wir hier den Unterschied. Bei diesem Ändern-Befehl habe ich einige Möglichkeiten, meine Objekte global alle gleichzeitig quasi auf ein Level zu bringen. Dasselbe, wenn ich zum Beispiel hier dieses Objekt anschaue und ich schaue mir das von vorne an, dann sehe ich, das hat überhaupt nicht, na, komm, liegt nicht auf der Z-Ebene. Ich möchte aber alles eigentlich im 2D bearbeiten. Hier hat irgendjemand einen Fehler reingebracht. Ich könnte jetzt hier auch diese Objekte wählen und Tipp ändern. Und wenn ich jetzt auf die Eigenschaften gehe und sage Erhebung und sage dann, diese Linie soll auf 0 sein, dann schiebt es mir quasi alle Objekte, die einheitlich auf der Ebene, auf der hohen Ebene waren, auf 0. Bei dem Objekt habe ich das Problem, beziehungsweise es sind zwei hintereinander, bei dem habe ich das Problem, da liegt Teile des Objektes liegen auf 0 und manche Teile liegen auf Z. Hier ist im Grunde genommen der schnellste Weg, das zu korrigieren, über Start Z gleich 0 und End Z auch gleich 0. Dann wird das hinuntergezogen auf die Nullebene und wenn ich mir das Ganze wieder von oben anschaue, dann stimmt das auch wieder. Das nächste Thema wäre der Befehl von Layer. Ich weiß nicht, wie viel den Befehl verwenden. Ah, der Bernd verwendet ihn, sehr schön. Und zwar nehmen wir an, wir haben hier einen Layer für die Toiletten. Uns mal die Eigenschaften anschauen. Es ist eine Blockreferenz und die Farbe des Layers ist eigentlich so dieses Petrolblau. Aber wir sehen die Geometrie in Gelb. Das liegt daran, wenn ich hier den Block aufmache, dass die Geometrie innerhalb des Blockes in Gelb gezeichnet wurde. Und jetzt möchte ich aber quasi, dass die Geometrie gleich der Farbe des Blockes ist, des Layers ist. Jetzt kann man hier diesen Befehl von Layer angeben. Ich schaue mal die Einstellungen an, was kann ich da drin machen, was ich alles beeinflussen möchte mit diesem Befehl. Davon gibt es die Farbe, den Linientyp, die Linienstärke, das Material und die Transparenz. Und wenn ich jetzt die Objekte wähle, die ich damit einstellen möchte, dann sage ich von Block in von Layer ändern, also die Definition soll von Block in von Layer geändert werden, ja, und ich möchte die Blöcke damit einbeziehen. Und dann wird alles, was auf dem Layer liegt
und zum Beispiel als Blöcke vorliegt, in diese Farbe des Layers eingestellt. Wenn ich jetzt hier nochmal die Eigenschaften angebe, aufmache davon, dann sehe ich jetzt, hier ist die Farbe von Layer eingestellt. Und im Block selber ist die Geometrie auch auf diesen Layer eingestellt. Ein schneller Weg, um Objekte sichtbar oder unsichtbar zu schalten, ohne jetzt sie eventuell über den Stil auszuschalten. In Civil kann man für jedes Objekt einen Stil definieren und der Stil kann auch heißen, keine Darstellung. Oder ich schalte ihn in den Layern an und aus, also sichtbar oder unsichtbar, ist die, ich wähle jetzt mal ein Objekt aus, das funktioniert über das Isolieren. Ich kann das über die rechte Maustaste steuern und habe hier mein Auswahlmenü, aber das sind jetzt schon wieder mit der rechten Maustaste, mit dem Hochfahren und dann wieder Auswählen des eigentlichen Befehls, dauert das recht lange und ist recht kompliziert. Ich habe hier in meiner Menüleiste am unteren Rand von AutoCAD diesen Befehl und kann hier ganz schnell an dieselbe Funktion herankommen, Objekte isolieren oder verbergen. Wenn ich nichts ausgewählt habe, kann ich hier auch draufklicken und dann kriege ich dasselbe Menü. Ich nehme jetzt mal Isolieren und ich möchte quasi diese Treppe hier isolieren, weil mich der Rest der Zeichnung gerade nicht interessiert. Dann wird alles ausgeblendet oder unsichtbar geschaltet, was nicht in diesem Auswahlmenü mit drin ist. Ich kann jetzt diese Auswahl verfeinern, also zusätzliche Objekte isolieren oder Objekte die Isolierung aufheben oder weitere Objekte verbergen, zum Beispiel diesen Teil hier und so weiter und so fort, Objekte verbergen, ja, mal den grünen und so weiter. Und dann kann ich mir quasi das, worauf es mir gerade ankommt, sichtbar schalten, ohne mich von anderen Objektgeometrien ablenken zu lassen. Die Aufhebung der Objektisolierung erfolgt auch dadurch. Damit mache ich alles wieder sichtbar. Ein schöner Trick seit einigen AutoCAD-Versionen ist die Objektfangspur. Wenn ich verschiedene Linien verbinden möchte oder Geometrien zeichnen möchte, dann habe ich hier über meine 2D-Objektfang kann ich mir anschalten, was ich fangen möchte. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel vom Mittelpunkt eine waagrechte Linie zeichnen möchte, dann habe ich oder eine gewinkelte Linie, dann kann ich hier über dieses Menü den Cursor einschränken, zum Beispiel auf 30 Grad Winkel oder ich nehme jetzt mal 10, naja, das ist nicht gerade sichtbar, einmal 45 Grad Winkel. Und ich müsste dazu allerdings auch noch hier meine Fangreferenzlinien anzeigen und das sind diese grünen Linien, die ich hier sehe. Also ich gehe quasi auf meinen Fangpunkt, dann ziehe ich in eine Richtung, in die ich zeichnen möchte und sehe dann quasi eine Vorschau von meinen Linien, wie ich sie quasi als nächstes die Linie auch fangen kann. Es ist quasi ein unsichtbarer Fang auf diese grüne Linie hier gerade im 45 Grad Abstand und das ist sehr schön, wenn man Objekte von vornherein in der richtigen Dimension und auch mit den richtigen Winkeln zeichnen möchte. Ein kleiner Tipp, weil es mir ab und zu, weil ich den Eindruck habe, es macht den Kunden Schwierigkeiten, einen Screenshot zu erstellen vom Rechner oder von dem, was man gerade sieht. Gerade im Support sind wir angewiesen auf diese Screenshots, um zu sehen, was denn das Problem ist. Wenn Sie kein Screenshot-Programm haben, dann hat Windows eine eingebaute Screenshot-Funktion, die Sie über die Drucktaste steuern können. Also die drücken die Print- oder Drucktaste an Ihrem Rechner. Sie sehen dabei gar nichts, aber wenn Sie, ich habe die Drucktaste mit einem Programm verbunden, passiert aber genau dasselbe. Und wenn Sie die Drucktaste, den
den Bildschirmhintergrund sichtbar machen wollen oder was Sie gerade einen Screenshot erstellt haben, verwenden Sie entweder irgendein Zeichenprogramm, was es auch als Free-Version gibt, oder Sie gehen ins Windows-Zubehör auf das Programm Paint und können dann einfach über Steuerung V Ihren Screenshot da reinbringen. Eine andere Möglichkeit, einen Screenshot zu erstellen, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist die Verwendung von dem Autodesk Screencast. Mit Screencast verwenden wir oder haben wir im Support sehr viel zu tun. Es ist immer gut, wenn man ein Bildschirmvideo sieht, was der Kunde gerade tut, um es genau nachzustellen am eigenen Rechner. Was viele nicht wissen, ist, dass man mit dem Screencast auch Screenshots erstellen kann, also ein Bildschirm, ich kann jetzt hier sagen, einen Teilbereich auswählen, von dem ich einen Screenshot erstellen möchte. Ja, und hier steht es schon, über Ctrl-V oder Steuerung-V kriege ich diesen Screenshot, mache ich jetzt mal an dieser Stelle, in mein Zeichenprogramm und kann ihn dann weiter bearbeiten. Zum Beispiel kann ich hier einen Auswahlrahmen erstellen nach dem Motto, schaut her, hier liegt das Problem und da können wir dann mit weiterarbeiten. Kommen wir weg vom Screencast und vom Screenshot, das will ich nicht speichern, und überlegen uns, wie wir die Zeichnung ein bisschen interaktiver machen können. Gehen wir mal hier drauf. Nein, das ist nicht die Zeichnung, die ich haben möchte. Ich würde jetzt gerne die nochmal aufmachen. Es ist möglich, hinter jedes Objekt von AutoCAD auch einen Hyperlink zu setzen. Also das funktioniert äquivalent zu Word-Dokumenten, in der, wo ich auch hinter jedem Text oder hinter jedem Symbol oder jedem Bild einen Link setzen kann. Und zwar schaffe ich das über das Startmenü, und dann habe ich hier, jetzt müsste man es wissen, gute Frage, wenn man es mal selber sucht. Also nicht Start einfügen, jetzt hat er einfügen, und dann haben wir hier dieses Daten und dann Hyperlink-Symbol. So, wir können jetzt hier das Objekt auswählen, wo wir einen Hyperlink setzen möchten, und kommen dann in ein Word- oder Office-ähnliches Menü, wo wir diesen Hyperlink, zum Beispiel www.autodesk.com, eingeben können und sehen dann, wenn wir hier rüberfahren über das Objekt, ein kleines Hyperlink-Symbol und sehen auch im Text, dass wir durch ein Steuerung und Klicken diesen Link direkt aufrufen können. Noch einmal zurück zum Thema, ein Überblick über fremde DBGs oder auch eigene, wenn sie so komplex sind wie diese hier, sich zu verschaffen. Dazu gibt es ein tolles Werkzeug, das nennt sich Layer Walk oder Layer Anzeige. Auf Englisch ist es Layer Walk. Und mit diesem Befehl öffne ich ein Fenster und sehe dann quasi alle Layer angezeigt und blau hinterlegt, welche Layer denn gerade sichtbar sind. Ich kann hier einen Filter setzen, nehmen wir zum Beispiel mal das englische Wort für Baum und setze den Filter, und ich sehe alle Layer, die diesen Filter angewendet haben oder die dieses Wort oder dieses Fragment, Wortfragment in dem Layer-Namen mit beinhaltet haben. Ich kann jetzt hier einzelne an- und ausschalten, um zu sehen, was verbirgt sich denn für Geometrie hinter welchem Layer. Oder ich kann mir hier verschiedene Layer auswählen und mit der rechten Maustaste sogar einen Layer-Status speichern und sagen, diese Auswahl an Layer möchte ich mir gerne speichern als Ansicht, weil ich da später noch was arbeiten möchte dran. Sie können das hier auch einzeln durch jeden Layer hindurch scrollen mit Pfeil nach unten Taste. Und sehen dann im Grunde genommen Layer für Layer, wie ist denn die Zeichnung aufgebaut und stimmt denn das ungefähr mit den Vorgaben für die Zeichnung. Und wenn Sie beim Schließen das Häkchen angemacht haben, dann können Sie den ursprünglichen Layer-Zustand wiederherstellen, so wie er vorher da vorhanden war.
Ein kleiner Tipp bezüglich der Dropdown-Liste von Werkzeugen. Wenn ich aus dieser Werkzeugliste wieder oder aus diesen Werkzeugen heraus scrolle, dann verschwindet sie wieder. Und manchmal möchte man sie offen halten. Es gibt dafür eine kleine Stecknadel, die ich hier aktivieren kann. Und dann bleibt dieses Werkzeug oder dieses Menü so, oder Pulldown-Menü so lange offen, bis ich entweder das Programm schließe oder ich wechsle hier oben in eine andere Werkzeugleiste des Multifunktionsmenüs und dann müsste ich es wieder extra aktivieren. Sie können aber auch dieses Werkzeug oder dieses ganze Menü herausziehen, über drücken und jetzt ziehe ich das hier in meinen Zeichenbereich und jetzt habe ich das ganze Werkzeug zur Verfügung, auch wenn ich hier oben die Multifunktionsleiste ändere. Jetzt habe ich hier schon zwei Werkzeuge draußen. Jetzt denke ich mir, ja, wie kriege ich die wieder an ihre eigentliche Stelle zurück, wenn ich schon ganz vergessen habe, wo das Menü liegt. Es gibt hier ein kleines Symbol rechts oben, Gruppen wieder zur Multifunktionsleiste hinzufügen und dann verschwindet dieses Menü wieder an seine eigentliche Stelle, wo es vorher auch war. Man sollte sich dann nur merken, wo es war, nicht, dass es Ihnen wie mir geht und man nicht mehr weiß, wo man die eigentlich hergezogen hat, diese Menüs. Zum Thema Bemaßung unter dem Beschriftenmenü gibt es eine Sonderfunktion. Wenn ich jetzt normalerweise etwas zeichne, eine Linie, dann wird diese Linie immer auf den aktuell eingestellten Layer gezeichnet. Also mein aktueller Layer ist jetzt der Layer 0. Meine Linie würde jetzt in weiß gezeichnet werden und auf Layer 0 liegen. Dasselbe würde passieren, wenn ich hier eine Bemaßung für diesen Layer erstelle, Layer 0 und in weiß. Und für die Bemaßung habe ich jetzt aber die Möglichkeit, einen entweder aktuellen Layer zu verwenden oder einen definierten Layer, zum Beispiel für Bemaßung, den habe ich jetzt gerade nicht. Aus Zeitgründen schiebe ich den jetzt mal auf den Gebäudelayer und würde jetzt hier meine Bemaßung erstellen und dieses Bemaßungsobjekt würde jetzt quasi auf meinem Layer Building liegen. Objekte sollten möglichst immer zusammengefasst werden, wenn sie aus vielen kleinen Geometrien bestehen und immer wieder verwendet werden. Also zum Beispiel hier diese Ansammlung von Linien als Symbol für einen Baum oder ein Gestrüpp. Wenn ich diese Linien jetzt hier für eine ganz große Fläche fülle mit dem Symbol und es sind alles einzelne Linien, dann würde das die Dateigröße ziemlich aufblähen. Wenn ich davon aber einen Block erstelle, dann habe ich dieses Gebilde oder dieses Objekt quasi nur einmal in der Zeichnung und erstelle dann Referenzen auf dieses Objekt, die mir auch dargestellt werden. Also um die Dateigröße kleiner zu gestalten und auch effektiver zu arbeiten, ist es empfohlen, mit Blöcken zu arbeiten. Wenn ein Block geändert werden muss oder leicht abgeändert werden soll, dann kann das jederzeit geschehen, indem ich dieses Objekt in dem Block-Editor öffne und dann sage ich Block speichern unter. Ich erstelle quasi eine Kopie davon. Mache ich mal eine 0 davor, damit das ganz oben in der Beschriftung ist, in der Liste. Und jetzt würde ich hier ein paar Linien löschen. Und hätte jetzt quasi ganz schnell einen neuen Block erstellt, den ich hier über Einfügen mit einem Ü ohne Unterstrich. Bei der Gelegenheit, ich kann in einer deutschen Version jeden englischen Befehl mit einem Unterstrich eingeben. Die Befehle kennt das Programm. Hier haben wir jetzt meinen Block. Also manchmal, vielleicht geht es Ihnen da wie mir. Sollte da drin sein, hier. Dass Sie für manche Objekte sozusagen den englischen Befehl kennen und für manche Funktionen kennen Sie nur den deutschen Befehl. Einfach das, was man sich besser merken kann.
und dann können Sie dann den englischen Befehl jederzeit mit einem Unterstrich einfügen. Apropos Befehle, es gibt bei den Express-Tools, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, einen Befehl Command Aliases. Und mit dem Befehl können Sie kurz Tastaturkürzel definieren oder ändern, so wie Sie es Ihnen, wie Sie sich besser merken können. Zum Beispiel kennen Sie vielleicht aus anderen Programmen für eine bestimmte Funktion ein anderes Tastaturkürzel, an das Sie sich gewöhnt haben. Und dann können Sie hier quasi dieses Tastaturkürzel ändern. Zum Beispiel hier für 3D-Druck gehe ich auf Edit und sage einfach 3D, machen wir einfach mal Druck draus. Druck. Sag OK. Sag zweimal, bestätige ich das zweimal. Und jetzt müsste es mit dem Befehl Drew, müsste, man sieht es hier oben in der Liste, wird der Befehl 3D-Druck ausgeführt. Ich muss dazu gleich sagen, das habe ich vorhin schon erwähnt, die Express-Tools sind für die englische Version geschrieben und wir haben hier in unserem deutschen Sprachraum sehr viel mit Umlauten zu tun, also zum Beispiel Lö. Und hier sehen wir schon, dass es nicht in diesem Format vorhanden. Das heißt, alles, was mit Umlauten ist, haben Sie ein Problem, das funktioniert nicht richtig mit diesem Tool. Die ACAT-PGP wird dann dementsprechend nicht geändert und wird dann auch nicht funktionieren. Apropos ACAT-PGP, also diese Funktion, diese Express-Tools sind nur in AutoCAD verfügbar, in AutoCAD-LT haben Sie die nicht, aber Sie können die Datei, die ACAT-PGP, auch problemlos in einem AutoCAD-Programm öffnen, in einem Texteditor öffnen, meine ich, und dann per Hand editieren. Hier haben wir quasi dieselbe Liste und könnten dann im Grunde genommen Ihre eigenen Tastaturkürzel dort eingeben. Wenn Sie die editiert haben, jetzt müssten wir ganz unten an der Liste einfach gleich meinen Druck sehen, für den 3D-Druck, der hier unten ist, zu sehen ist. Wenn Sie die Liste editiert haben bei laufendem AutoCAD, dann wird das sich nicht auswirken. Sie müssten quasi entweder AutoCAD neu starten, dass beim Starten von AutoCAD die neue PGB-Datei geladen wird, oder Sie verwenden den alten Befehl, ich kenne ihn auch nur in Englisch, re-init, da ist er, und dort könnten Sie dann die PGB-Datei neu initialisieren für das laufende Programm und es würde dann neu geladen werden. Die Fehler können Sie hier unten quasi ignorieren. Das sind Leerzeichen in der PGB-Datei. Noch ein kleiner Hinweis, um Menüs anzuordnen. Wir haben öfter mal mehrere Menüs offen und wir haben dieses Mal nur einen Monitor. Wir sehen, unser Zeichenbereich wird kleiner und kleiner. Und wie können wir die Menüs zum Beispiel anordnen, um sie besser sichtbar zu machen oder um sie um mehr Platz zu haben? Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, entweder in der Menüleiste hier fixieren zuzulassen oder, das wollte ich eigentlich zeigen, das ist das automatisch Ein- und Ausblenden. Das heißt, die Menüleiste wird kleiner und erst wenn ich sie anklicke, dann wird sie sich ausfahren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Fixieren zuzulassen und die Menüs zum Beispiel nach links zu verschieben. Das mache ich jetzt mal für alle, die ich hier offen habe und sage Anker links. Und wir sehen dann schon, dass sie am linken Rand quasi untereinander in einer Leiste zusammengefasst werden. Und zwar sehen wir jetzt die verschiedenen Symbole für die Menüleisten. Wenn ich mit der rechten Maustaste da reinklicke, kann ich mir auch nur den Text anzeigen lassen und sehe dann, ah, hier ist das Design Center, hier sind meine Werkzeugpaletten und hier sind meine Manager für Planung. Ein Befehl noch, wenn Sie etwas
editiert oder erstellt haben im Laufe ihrer Erstellung. Sie machen quasi verschiedene Geometrien und dann fällt Ihnen auf, ah, dieser Kreis gefällt mir nicht, den lösche ich mal, löschen ihn und führen dann beliebig neue Geometrien aus. Und dann irgendwann fällt Ihnen auf, oh, den Kreis, den hätte ich jetzt vielleicht doch noch gebraucht. Es gibt dafür einen eigenen Befehl, der die letzte Löschung rückgängig macht, egal was Sie dazwischen getan haben. Und dieser Befehl heißt auf Englisch Oops. Oder, Sie sehen, der Kreis ist wieder da. Oder auf Deutsch heißt er Hoppla. Also Oops oder Hoppla macht die letzte Löschung wieder sichtbar. Ich würde sagen, damit lassen wir das Thema für heute gut sein und beenden die Live-Demo. Dann gebe ich dem Bernd jetzt noch 4 Minuten, dass er diese PowerPoint beendet. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und auch, wenn Sie heute etwas Neues erfahren haben und das nächste Mal wiederkommen. Wiedersehen von meiner Seite. So, okay. Make present also, show my screen. So, hallo. Vielen Dank, Carsten, für die Präsentation. Ich hoffe, Sie konnten einiges lernen und das will ich jetzt gleich auch abfragen. Mit dem letzten Poll für heute, haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas gelernt? Prozent haben bis jetzt die Stimme abgegeben. 81, na, kommen noch ein paar. Okay, also, ja, 92% haben was gelernt. Das ist eine tolle Quote. Und für die 8% war es vielleicht eine gute Wiederholung, dass vielleicht der ein oder andere Befehl, den man vielleicht schon kannte, dass man den halt wieder vor Augen hat, dass es den einfach gibt. So, dann zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir immer sehr gern Feedback sehen und davon auch leben. Deswegen gehen Sie einfach auf die Feedback-Seite, stellen Sie dort Fragen oder auch einfach Vorschläge, was wir für Präsentationen in der Zukunft machen sollen. Oder schreiben Sie uns auch direkt an diese E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Ich sehe gerade, dass ich die Poll noch da hatte. Also hier nochmal die E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Geben Sie im Betreff an Bildschirm AutoCAD-IQ. Und ja, dann stellen Sie einfach Ihre Frage und Sie werden dann ganz sicher eine Antwort erhalten. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich einfach nur noch fragen, haben Sie Fragen? Da, es gibt eine Frage. Okay. Herr Ringwald, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sonst noch irgendwelche anderen Fragen? Nein? Gut, dann beenden wir dieses Webinar bis zum 25. August. Thema wird noch bekannt gegeben.
Würde uns freuen, wenn Sie wieder daran teilnehmen würden und noch mehr freuen, wenn Sie noch 10 weitere Personen mitbringen würden zu unserem Webinar. Und bis dahin dann und ansonsten, wenn Sie im Urlaub sind, schöne Ferien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.